Das ist die Malerin. Sie hatte zu der Zeit eine Armverletzung, hatte das Gefühl, sie kann ihren Arm nicht mehr benutzen. Sie ist verbunden. Über den Kopf verbunden mit ihrem Ehemann. Statt eines Kleides hat sie eine Art Käfig an. Man beachte den Fuß. Und der Mann ist gedanklich oder wie auch immer gefesselt an sie. Das Blaue ist ein Wolkenkratzer, der erinnert an New York. Und eine Art Schlange, allerdings mit Armen und Beinen, hat dieses Haus gepackt und an sich gerissen. Das ist wohl die Gefahr durch die Finanzkrise, die drohte, das Eigentum und auch also das Haus wegzunehmen. Gleichzeitig erinnern rechts die Äpfel im Zusammenhang mit der Schlange an Adam und Eva. Und wenn der Mann also nun statt Krallen, eigenartig runde Finger hat, so drückt sich darin wohl die Herzensgüte aus, die mir eigen ist. Man sieht übrigens, hat zwei Münder, einen kleinen geschlossenen und einen großen etwas gefährlichen. Es ist also auch eine Bedrohung durch die Finanzkrise in diesem Bild verewigt.